Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen. Ich wollte so ein Video schon seit längerer Zeit mal machen, aber es hat sich irgendwie nicht die richtige Gelegenheit ergeben. Jetzt hat eine Zuschauerin mir eine Frage gestellt, die ich gerne, die habe ich schon beantwortet in E-Mail-Form, aber möchte dazu mal ein Video machen, dass auch andere diese Informationen bekommen. Und zwar ging es darum, dass der Vater eines Bekannten von ihr hat Krebs. Leider wusste ich jetzt nicht genau, was für ein Krebs ist, aber auch fast egal, um einfach mal so einen generellen Tipp zu geben. Was ich denn machen würde, ich hätte im Video schon mal erwähnt, dass ich diese Gerson-Therapie so gut fände und was ich denn so machen würde. Und genau darum geht es in dem Video. Es geht nicht darum zu sagen, was ihr machen sollt, sondern was ich machen würde, wenn bei mir die Diagnose Krebs käme. Die Wahrscheinlichkeit ist mittlerweile sehr gering. Ich ernähre mich jetzt seit 3,5 Jahren vegan, habe zwar noch ein bisschen Stress, ja, wir haben 3 Kinder und ich habe viel zu tun beruflich, aber ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gesund. Ich habe meine Blutwerte ja auch testen lassen. Das sieht alles sehr gut aus und ja, dass ich Krebs bekomme, ist nicht so wahrscheinlich, aber wenn es doch mal wäre, es kann ja immer sein, dann habe ich einen Backup-Plan sozusagen. Und den wollte ich mit euch teilen, wollte euch mal einen Tipp geben, was ich machen würde, mit welchen Ärzten ich reden würde und was ich vielleicht an Therapie machen würde. Und dazu gehe ich jetzt mal hier an meinen Computer und zeige euch mal ein paar Webseiten. Die sind auch alle unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr mal gucken. Ich empfehle die jetzt so. Ich habe teilweise, kenne ich die jetzt noch nicht so genau, weil da auch Kliniken dabei sind aus dem Ausland. Das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, was ich machen würde. Ihr müsst da selber halt natürlich nochmal recherchieren. Wir gehen mal an den Computer, dann kann ich euch Näheres dazu sagen. Und zwar fangen wir mal an mit einer Klinik in Mexiko, die diese Gerson-Therapie macht. Das ist eine Therapie, die von Max Gerson entwickelt wurde. Der hatte in New York praktiziert, hatte dann Probleme, weil er so viele Leute von Krebs befreit hatte. Dann gab es einen Beschluss in Amerika, dass man nur noch Krebs behandeln darf mit Chemotherapie, mit Bestrahlung, mit Operationen. Und dann haben ganz viele Leute, die so alternativmedizinisch unterwegs waren, das Land verlassen. Die sind oft in Tijuana, direkt hinter der Grenze zu Mexiko. Und da gibt es einige Kliniken. Und da hatte ich hier mit diesem Gerson Treatment Center in Northern Baja oder Baja, hatte ich einige Videos gesehen von einem Kanal Chris Beat Cancer. Hier findet ihr die Videos auch. Das ist dann hier auch ziemlich geil. Hier kriegt man dann Infusionen, trinkt grüne Smoothies oder grüne Säfte und liegt direkt am Meer. Sehr schön. Die machen hier diese ein bisschen weiterentwickelte Gerson-Therapie. Der hat früher hier fürs Original-Gerson-Zentrum gearbeitet in Mexiko, hat sich dann selbstständig gemacht. Die haben einen sehr guten Eindruck gemacht. Müsst ihr mal gucken. Hier steht da irgendwo was, was das kostet. Ich glaube, hier kostet die Woche wahrscheinlich auch so um die 5.000, 6.000 Dollar. Man muss so 2, 3 Wochen da bleiben. Dann weiß man Bescheid, ist eingewiesen. Man braucht dann eine Begleitperson, um da diese Therapie durchzuführen. Weil da werden ganz viele Einläufe gemacht. Also so Darmspülungen mit Bio-Kaffee. Man wird eine extrem kaliumreiche Diät gesetzt. Sehr hoch Rohkost. Anteil und wird mit Kaliumsupplementen auch vollgepumpt, um den Körper halt wieder zu entgiften, die Leber zu stärken. Aber dazu und Säfte trinkt man natürlich ganz viele Karottensäfte. Dazu aber gleich noch mehr. Also das ist das, wo ich, das wäre so meine erste Wahl, mein persönlicher Eindruck. Die zweite ist, was es jetzt mittlerweile gibt, ist ein Gerson-Institut, vom Gerson-Institut halt zertifiziert in Ungarn. Und da kosten 2-Wochen-Session kostet hier 6.500 Euro und für denjenigen, der noch mitkommt, kostet das 900 Euro nochmal extra. Da ist man so unter 10.000 Euro und hat eine gute Chance, dass man wieder gesund wird oder halt auch Besserung erfährt. Dann gibt es noch die Original-Gerson-Klinik in Mexiko. Die ist dann noch ein bisschen teurer als hier in Europa, 5.500 Dollar pro Woche. Die schreiben ja auch, dass man hier mindestens 2 Wochen da sein muss. Ich hatte mal gelesen in dem Buch, da so 2, 3 Wochen sollten es mindestens sein.
Das waren jetzt die Sachen für wirklich schlimme Fälle, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man keine Zeit mehr hat, würde ich persönlich hierhin fliegen, hier in dieses Görsen Treatment Center oder halt in die Klinik in Ungarn oder in Mexiko von Görsen selber. Das macht noch seine Tochter, die ist weit über 90, ich weiß gar nicht, ob die noch lebt, ich glaube schon, die ernährt sich halt auch gesund. Dann deutsche Ärzte, persönlich sehr gut bekannt mit Dr. Petra Pracht, ganz viel Erfahrung mit Krebstherapie, begleitet Krebspatienten auch. Auch ihr Mann, der Roland Liebscher Pracht, mit der Schmerztherapie. Ganz wichtig auch bei Krebs ist, den Stoffwechsel in die Zellen und in die Muskelgruppen zu bekommen und auch in die Brust, zum Beispiel bei Brustkrebs. Da tut es nicht nur eine Ernährungsumstellung, auch nicht eine Chemotherapie nur. Man muss auch den Stoffwechsel dahin bringen. Das kann mit Engpassdehnungen, also mit speziellen Dehnübungen, also sehr zu empfehlen hier. Man bekommt nicht so einfach bei der Frau Dr. Pracht einen Termin, also frühzeitig melden. Die sitzt in Bad Homburg. Dann die Frau Dr. Bielmeier. Ich finde hier wahrscheinlich gar kein Foto von ihr. Doch, hier sieht man sie so. Mit der habe ich mal ein Interview gemacht nach einem Dreh. Und die war so sehr nett, hat ein Buch geschrieben. Das stelle ich am Schluss auch noch vor. Und die macht ganz viel mit traditionell chinesischer Medizin. Es hat sehr viel Erfahrung in der Begleitung von Krebspatienten, Patientinnen. Da wäre was vielleicht für die Leute, die halt eher so klassisch unterwegs sind, aber Hilfe brauchen. Sie ist auch nicht so vegan eingestellt, also sie ist eher so omnivor mit einem großen Anteil von Obst und Gemüse und gesunden Sachen, Antioxidantien. Aber sie ist jetzt keine Veganerin. Das kann ich nur empfehlen, die wohnt auch in Süddeutschland, ich glaube ich bei Tübingen, na, ich will nichts Falsches sagen, das hätte ich mal vorher gucken sollen. Ist egal, guck dir einfach mal, hier, Tübingen, doch, habe ich mich doch nicht geirrt. In Tübingen sitzt sie. Dann jemand, der sehr gut sein soll, ist Dr. John Switzer. Der hat dem Ralf Brosius sehr geholfen, der hatte damals Lungenkrebs und der ist dann auf die grünen Smoothies gekommen und auf Wildkräuter, der macht ganz viel mit Wildkräutern. Hier hat auch die Görsen-Therapie mit drin, Rohkost, also ganz cool. Und der sitzt in Feldafing, das klingt so in der Nähe von München, also irgendwo ganz im Süden von Deutschland. Vielleicht auch für Leute, die dann irgendwie aus der Schweiz oder Österreich kommen, ganz interessant. Der ist sehr bekannt und hat sehr gute Erfolge. Dann gehen wir mal zu den Büchern. Eines der Bücher, die mich am meisten beeindruckt haben, boah, jetzt kostet die gebundene Ausgabe, ist vergriffen. Aha. Dieses Buch habe ich oben, das habe ich am 7. Juli 2013 gekauft. Das heißt, das große Görsen-Buch gibt es aber auch als Kindle-Edition. Da würde ich dann doch zur Kindle-Edition raten für 16,99. Gebunden ist er anscheinend gerade ausverkauft. Habe ich ein teures Buch da oben stehen. Da steht alles drin, was man wissen muss über die Görsen-Therapie. Man könnte es theoretisch auch selber machen. Die Dr. Petra Pracht hat oft Leute begleitet, die sowas dann zu Hause gemacht haben. Also dann vielleicht wirklich einen Arzt suchen, der einem dabei hilft. Weil da sind ein paar Supplemente drin, die kann man nicht so frei kaufen in den Apotheken. Dieses Buch ist super, ziemlich dick, steht aber für jedes Erkrankungsbild, was es überhaupt gibt. Von Rheumatoider Arthritis bis zu Brustkrebs, alles drin. Unbedingt kaufen, wenn ihr irgendwie krank seid. Sehr gutes Buch. Dann sehr inspirierendes Buch, nach wie vor habe ich am 8. Februar 2013 gekauft, eines der ersten Bücher in der Richtung, die ich mir überhaupt gekauft habe, Heile dich selbst von Markus Rothkranz. Ein sehr motivierendes Buch, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Er macht sehr viel mit Fasten, Saftfasten, Rohkost. Für jeden, der so die Hoffnung verloren hat, mal dieses Buch sich angucken, finde ich sehr gut, Heile dich selbst. Dann ein sehr gutes fachliches Buch, wo auch dann viel drinsteht gegen Erfahrungswerte mit Supplementen, mit Naturheilmitteln, ist der Prostatakrebskompass von Dr. Jakob, den kenne ich ja auch ziemlich gut. Ein sehr gutes Buch, wo wirklich so erklärt wird, was man alles machen kann gegen Prostatakrebs. Prostatakrebs ist zum Beispiel genau wie Brustkrebs einer der langsam wachsendsten Krebsarten. Da kann man am meisten machen. Hat man jetzt Leukämie, ist es mit Ernährung wirklich sehr schwierig, da schnell einzugreifen, weil das so schnell verlaufender Krebs ist. Da muss man wahrscheinlich sich doch in eine gute Klinik begeben oder wirklich zu radikalen Maßnahmen greifen. Aber Prostatakrebs und Brustkrebs, ich glaube, da kann man sehr viel selber machen. Und dann noch zum Schluss das Buch von der Dr. Susanne Bielmeier, das heißt Tomaten rot und Drachen grün. Da steht im Prinzip drin, was alles gegen Krebs hilft, was man machen kann, wofür Tomaten gut sind, welche Lebensmittel gut sind.
was nicht so gut ist. Also sehr gutes Buch, sind auch Interviews drin mit Professor Leitzmann und. Also auch ein ganz tolles Buch, wenn man sich hier informieren will, um gegen Krebs zu kämpfen. Generell möchte ich mal ganz klar sagen, jeder muss das selber entscheiden, was er da macht, wenn er Krebs hat. Wichtig ist mir nur, dass ihr nicht den Mut verliert. Man kann sehr viel selber machen. Man kann natürlich auch die Verantwortung abgeben am Krankenhaus, beim Arzt. Aber ich würde immer versuchen, selber zu recherchieren, zu gucken, was man noch so machen kann. Weil nur dann schafft es der Körper, sich selbst zu heilen. Weil nur einer kann einen heilen, das ist der Körper. Man kann sich nur selber heilen. Alle anderen Sachen helfen einem nur dabei, es wieder selbst hinzukriegen. Verliert nicht den Mut, wenn ihr jemanden kennt, zeigt dir mal vielleicht dieses Video oder schenkt dem mal ein Buch oder schickt dem mal ein paar Videos. Es gibt ganz viele Videos auch auf YouTube über Mittel gegen Krebs. Da gibt es noch ganz viele mehr. Ich fand nur jetzt diese Gerson-Therapie, kann man sie auch nennen, sehr, sehr überzeugend. Und ja, alles Gute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch gute Mittel habt, Tricks, Videolinks bitte alle hier unten rein in die Infobox. Ich schalte die dann auch, selbst wenn die gesperrt werden von YouTube, dann frei, wenn es zu gescheitem Material führt, nicht zu irgendwelchen Abzockseiten, ja, damit die Leute halt sich hier über dieses Video informieren können. Das ist mir ganz wichtig, dass die Leute so viel Informationen bekommen, wie sie können. Macht's gut, bis bald und tschüss.